Ja, willkommen und danke auch nochmal, dass Sie jetzt die Zeiten sich noch genommen haben, den letzten Vortrag mitzunehmen. Wir wollen heute das Digitalisierungsprogramm von Schleswig-Holstein vorstellen, jetzt schon in der dritten Iteration. Gerade eben gab es ja schon eine kurze Vorstellung. Also wir haben hier Moritz Karg, Auftraggeber des Digitalisierungsprogramms. Frau Sieg ist, also für diejenigen von Ihnen, die jetzt gerade hier schon gesessen haben, aus dem MOVE-Netzwerk, hier jetzt im Rahmen des Digitalisierungsprogramms, Business Change Management, aber eben mit einem ähnlichen Fokus. Also es geht auch um Veränderungsmanagement. Und ich habe die Rolle der Programmleitung. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Fragerunde, würde ich nochmal vorstellen, was so in den letzten Jahren, gerade in den letzten Monaten noch passiert ist, wo da die Schwerpunkte lagen, wo wir jetzt stehen und wie die nächste Zukunft aussieht. Also zum einen erstmal, was ist das Digitalisierungsprogramm? Es ist ein Angebot der Staatskanzlei vom zentralen IT-Management. Und es geht darum, dass wir den Ministerien die Möglichkeit geben wollen, Projekte eigenverantwortlich durchzuführen. Das heißt, sie können ihre Projekte zwar selber durchführen, wir bieten aber den methodischen Rahmen, dass die Ministerien auch die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen können. Das heißt, solche Themen wie Risikomanagement, Veränderungsmanagement, dass wir da dann eben unterstützen. Und wir suchen dort Themen mit verschiedenen Reifegraden. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt darauf warten, dass ein Ministerium sich bei uns bewirbt mit möglichst umfangreichen und ausgeprägten Projektauftrag, sondern es kann auch sein, dass sich ein Ministerium bei uns meldet und sagt, wir haben nur eine ganz grobe Idee, was wir eigentlich haben wollen. Das heißt, wir haben einen Geschäftsprozess mit irgendeiner Herausforderung und wollen schauen, dass wir den digital abbilden können. Wie ist das möglich? Das heißt, die kommen ganz früh in den Entwicklungsprozess auch bei uns mit rein und wir nehmen sie dann eben mit an die Hand und bringen sie dann über die Ziellinie. Das heißt, in der ersten Phase, dass wir eine Anforderungsermittlung mit denen erstellen und ein Konzept erstellen und dann auch in die technische Umsetzung gehen. Und da wir in der Regel mehr Projektbewerbungen haben, als wir Budget zur Verfügung haben, müssen wir natürlich auch eine Art der Priorisierung für die Projekte durchführen. Das machen wir anhand von zwei Kriterien. Wir haben zum einen das Kriterium Reifegrad der Projektorganisation. Das heißt, es muss sich erstmal über ein Projekt handeln. Also eine reine Linienaufgabe, die jetzt umgesetzt werden soll, ist für das Digitalisierungsprogramm nicht geeignet. Und wir haben die strategischen Leitlinien. Die werden auch bei Herrn Karg im Referat mit erarbeitet. Und wir prüfen bei den Projektbewerbungen, inwieweit sie auf die digitalstrategischen Leitlinien einzahlen, sodass wir also die Projekte primär fördern, die möglichst viel auf die Leitlinien einzahlen und den möglichst hohen Digitalisierungsnutzen dann liefern. Und die Projekte selber, also welchen Grund sollten die eigentlich haben, sich jetzt bei uns zu bewerben? Wir haben natürlich zum einen den Grund, die finanziellen Mittel, denn wir haben jetzt ein Budget, ein zentrales Budget, was wir jetzt an die Projekte verteilen können. Und die Projekte müssen sich dann nicht mehr selber um das Budget kümmern. Und wir bieten eben auch diesen methodischen Rahmen, dass sie eben Unterstützung bekommen bei der Abarbeitung der Projekte. Also wir haben zum einen das Thema Veränderungsmanagement, was Sie gerade schon gehört haben beim MOVE-Netzwerk. Aber wir haben auch Themen wie Service Design und natürlich auch Projektmanagement. Denn wir haben in den letzten Programmen die Erfahrung gemacht, dass nur Projektmanagement nicht ausreichend ist. Also dass denn die Projekte vielleicht in Zeit, auch in Kosten fertig werden. Aber das Ergebnis, da konnten die Behörden dann häufig nichts mit anfangen. Und deswegen haben wir den Rahmen jetzt also deutlich ausgearbeitet mit Themen wie Service Design und Veränderungsmanagement. Auch eine Rückmeldung, die wir jetzt aus dem letzten Programm bekommen haben, das ist am 31.03. beendet worden, dass gerade diese Netzwerkformate und dieser Verknüpfungscharakter zwischen den Projekten, dass der als sehr positiv wahrgenommen wurde, weil wir sonst in der Vergangenheit ja die Herausforderung hatten, dass Projekte sehr autark alleine vor sich hingearbeitet haben und gar nicht wussten, dass vielleicht sogar im Nebenreferaten das gleiche Projekt mit einer ähnlichen Zielsetzung abgearbeitet wurde. Und dieser Kommunikationscharakter, der ist halt sehr viel ausgeprägter im Digitalisierungsprogramm. Und das wollen wir jetzt dieses Jahr im laufenden Digitalisierungsprogramm auch noch deutlich mehr ausarbeiten. Und wir haben natürlich eben auch Schulungsangebote, weil das Thema Qualifizierung auch für uns sehr wichtig ist. Also wir merken es insbesondere bei den Projekten, die jetzt uns die letzten beiden Digitalisierungsprogramme schon begleitet haben, dass dort ein deutlich höherer Reifegrad vorhanden ist, was das Projektmanagement-Know-how angeht, aber eben auch die anderen Themen wie Risikomanagement, Veränderungsmanagement. Und Sie können sich vorstellen, wir haben auch Projektbewerbungen von Verwaltungsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen, denen wurde jetzt einfach ein Projekt aufgedrückt. Also die haben überhaupt keine Erfahrung in Sachen Projektmanagement und die sind natürlich heilfroh, dass sie jetzt nicht nur methodisch an die Hand genommen werden bei der Umsetzung von oder beim Ausfüllen der Vorlagen, sondern dass sie auch entsprechende Schulungsangebote bekommen. Sie hatten auch gerade bei dem vorhergehenden Vortrag von Herrn Olhoff gehört. Er leitet das Kompetenzzentrum Projektmanagement. Er hat einen Projektmanagement-Standard entwickelt, basierend auf PRINT 2. Und im Digitalisierungsprogramm setzen wir diesen Standard eben auch um.
Das heißt, wir haben ja die entsprechenden Vorlagen, sodass wir sagen können, der Standard ist mit dem Digitalisierungsprogramm umgesetzt und wir bieten eben die Unterstützung für die Umsetzung der entsprechenden Vorlagen, aber auch für die Umsetzung der einzelnen Methoden. Und wir sind jetzt im dritten Digitalisierungsprogramm. Also wenn Sie so als Anhalt, um welches Mengengerüst das geht, also wir hatten jetzt im letzten Digitalisierungsprogramm 52 Projekte mit einem Budget von 10 Millionen Euro. Das ist erstmal nicht besonders viel. Es sind also mehrere kleine Projekte, weil wir gerade eben die besonders fördern wollen. Und es ist absehbar, dass wir jetzt im neuen Digitalisierungsprogramm, im Programm 3.0, eine ähnliche Anzahl von Projekten haben werden. Und es ist jetzt, wir sind gerade jetzt in dieser Auswahlphase. Das heißt, wir hatten bis vor 6 Wochen, da war die Bewerbungsphase, da konnten sich alle Ministerien in der Landesverwaltung dann bewerben bei uns. Und wir befinden uns jetzt seitdem in der Auswahlphase. Mit jedem Ministerium stimmen wir also ab, welche Projekte können wir eigentlich nehmen, wie ist es mit der Priorisierung, mit der Umsetzung der strategischen Leitlinie. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir am Mitte Mai, dass wir dann ein Ergebnis haben, also ein fertiges Programmportfolio und dann mit den 40 bis 50 Projekten auch in die Umsetzung gehen können. Und das Digitalisierungsprogramm 3 wird dann bis Ende 2024 gehen. Und ja, ich sagte es gerade eben schon, das ist jetzt das dritte Digitalisierungsprogramm. Also wir blicken inzwischen auf 6 Jahre Geschichte zurück. Und ich möchte einmal jetzt auch mal ein bisschen so in die Historie zurückgehen und insbesondere an dich, Moritz, so die erste Frage. Opa erzählt aus dem Krieg. Erstmal, genau. Wie hast du die letzten 6 Jahre wahrgenommen? Und insbesondere, wenn du es mal so in einem Bild zusammenfassen würdest, also was würdest du sagen, das Digitalisierungsprogramm als Bild, was würde dir als erstes einfallen? Also ich sage es jetzt, obwohl hier jemand im Publikum ist, die, wenn ich den Begriff jetzt sage, sofort sagt, der ist Mist, das Bild. Aber es ist also für mich war es immer und ist es immer noch das Bild eines Eisbrechers. Weil wir tatsächlich mit dem Vorgehen, was wir mit diesen Programmen, der 3 insgesamt, etabliert haben, immer wieder tatsächlich Strukturen, die in der Verwaltung sich etabliert haben, aufbrechen müssen und im Prinzip so eine Art Fahrweg frei machen, indem dann durchaus Digitalisierung in all ihren und ihren Facetten möglich wird. Also ich weiß, dass ich dieses Bild auch woanders gerade benutze, aber es ist tatsächlich, es ist so mein Gefühl, weil mit diesem Bild sozusagen auch das Digitalisierungsprogramm 4 wahrscheinlich noch machen werde. Gut zu wissen, ja. Und wenn wir bei dem Bild bleiben von dem Eisbrecher, also würdest du es denn als Erfolg ansehen, was jetzt so die letzten Jahre passiert ist, insbesondere so, was wir jetzt an Fahrt aufgenommen haben? Ja, genau. Also ich würde das Vorgehen insgesamt durchaus als einen Erfolg bezeichnen, weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht die Älteren erinnern sich anfangen, sondern aber wenn wir uns angucken, wie wir tatsächlich 2019 angefangen haben, das erste Programm aufzusetzen, in welchen Methoden und in welcher Form wir auch die Auswahl der Projekte vorgenommen haben und ich mir jetzt angucke, in welchem Status wir sind, dann ist das man kann, glaube ich, von einem Quantensprung sprechen, wie wir Gelder mit Inhalten verknüpfen und wie wir auch innerhalb der Landesverwaltung und bei den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verständnis für unser projekthaftes Vorgehen vermittelt haben. Es ist letztlich auch ein Schulungs- und Lehrprogramm, was wir hiermit angestoßen haben, wie man auch Themen in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung umsetzen kann. Wie hat sich denn deiner Ansicht nach so die strategische Ausrichtung des Digitalisierungsprogramms verändert in den letzten Jahren? Also gerade vom ersten Programm 2018, 2019, in welche Richtung schwenkt das jetzt eigentlich oder was ist da in Zukunft noch zu erwarten? Also das erste Programm war so ein bisschen, man möge mir dieses Bild jetzt, also es war so ein bisschen das Anfixen, ja, also so der kostenlos Drogen verteilen und dann hat man sie angefixt und genau das war so zum Beispiel ein bisschen der erste Einstieg. Wir haben Geld, ihr könnt euch Themen widmen, die ihr in den normalen IT-Haushalt nicht reinbekommt. Also man muss das ja ganz klar sagen, sind ja Mittel, die tatsächlich erstmal frei zur Verfügung stehen für Ideen, die im normalen Liniengeschäft nicht untergekommen sind. So. Und da Verständnis dann allerdings auch für Methoden, die ansonsten
Also wo man den Vorteil des zum Beispiel Einsatz einer Projektmanagement-Methode, wo man lange das erklären musste, dass wir da sozusagen wirklich die Kolleginnen und Kollegen angefixt haben, gesagt haben, du kriegst Geld, wenn du nach einer bestimmten Methode dein Ziel umsetzt. Und dann haben wir eben diese Methode weiter verfeinert und sind jetzt, wie ich schon gesagt habe, bei einem, glaube ich, ganz guten Vorgehen, wie wir Inhalte oder beziehungsweise das Ausgeben von Geld messen können an Inhalten, die wir erreicht haben im Bereich der Digitalisierung. Ja, und diese Inhaltsmessung, das findet ja hauptsächlich über diese Verknüpfung zur Digitalstrategie statt. Das ist ja nun ein Parallelprojekt, was in deinem Referat auch läuft. Kannst du das vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal erklären, wie genau dieser Zusammenhang aussieht zwischen dem Digitalisierungsprogramm und der Strategie? Genau, also der strategische Ansatz ist, das Messen von, wie arbeitet Verwaltung, nicht mehr daran zu knüpfen, dass wir am Ende des Jahres sagen, wir haben Geld ausgegeben, super. Also ich habe meine 100% erreicht. Also das war tatsächlich im ersten Programm die Wette mit Kollegen. Moritz, du schaffst es nicht, 60% der Mittel auszugeben. 40% werden zurückfließen. Ich glaube, wir haben damals 80% geschafft, so Wette gewonnen. Das war im Prinzip so ein bisschen der Maßstab. Und wenn man das geschafft hat, dann war mal gut. Und unser Ziel war aber zu sagen, na, wenn ich Geld für Digitalisierung ausgebe, erstens möchte ich wissen, wo will ich hin? Deswegen brauche ich eine Strategie. Und zweitens, Strategien schreiben und schöne Papiere veröffentlichen ist immer gut, aber sie hinterlassen immer einen schalen Geschmack, wenn man sie gelesen hat. Und deswegen sehr detailliert in diesem Jahr oder in dieser Legislaturperiode jetzt besonders oder mit diesem Programm strategische Ziele setzen, zusammen mit den Ressorts, ressortübergreifend und dann aber auch den Ressorts beziehungsweise diejenigen, die die Strategie schreiben, auch dann den Weg aufzuzeigen, wie sie in eine reale Umsetzung dieser strategischen Ziele kommen. Das heißt, kein strategisches Ziel ohne Maßnahme. Und so verknüpft sich dann im Prinzip die Strategie mit dem Digitalisierungsprogramm, Digitalstrategie mit dem Digitalisierungsprogramm, dass wir einerseits strategische Ziele setzen und dass wir andererseits dann sozusagen als operativen Arm das Digitalisierungsprogramm haben, mit dem dann diese strategischen Ziele umgesetzt werden können. Und um das vorwegzugreifen, schon dann am Ende des Tages auch sagen zu können, wie viel hat sozusagen mich oder wie viel Euro brauchte ich, um ein strategisches Ziel umzusetzen. So, also tatsächlich auch eine inhaltliche Messung, böses Wort, aber mit KPIs im Prinzip wirklich zu messen, was habe ich erreicht mit dem Geld, was ich eingesetzt habe. Das heißt, so kurz zusammengefasst, also aus der Strategie fallen ja Maßnahmen raus, mit denen die strategischen Ziele umgesetzt werden und die würden dann zumindest teilweise dann über das Digitalisierungsprogramm umgesetzt werden. Wir sind ja momentan so ein bisschen in einem parallelen Prozess, das ist so ein bisschen die Herausforderung ja für das aktuelle Programm, dass wir parallel gerade noch Strategie schreiben und aber schon in die Umsetzung gehen müssen. Aber in der nächsten Iteration dieses Vorgehens wird es so sein, dass wir strategische Ziele und Maßnahmen haben und die wir dann tatsächlich eng verknüpft und verzahnt mit dem Digitalisierungsprogramm umsetzen können. Ja. Und also du hast ja die Erfahrung oder die Entwicklung der letzten 6 Jahre jetzt mal live mitbekommen, so die Akzeptanz in der Landesverwaltung. Hast du da jetzt irgendeine Veränderung wahrgenommen? Also ist das jetzt eher positiv geworden? Haben wir da jetzt mehr Mitstreiter gewonnen oder wo siehst du da noch Herausforderungen? Bei dem ersten Programm war es tatsächlich viel Sabbeln und die Kolleginnen und Kollegen mit Geld davon zu überzeugen, unsere PRINZ2-Methode durchzusetzen. Ich glaube, dass viele, die jetzt dabei sind, erkannt haben, was der Wert einer guten strategischen Untermauerung und eines methodischen Vorgehens ist, um dann auch Erfolg im Projekt zu haben. Aber wir sind Welten voneinander mittlerweile entfernt. Ja. Gut, das war ja so der Blick aus der Vogelflugperspektive. Wenn wir nochmal ins Team schauen, Janina, also die aktuellen Entwicklungen und auch die besonderen Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben im Digitalisierungsprogramm, also wie ist das Team dem gegenüber jetzt aufgestellt? Also was hat sich da jetzt so verändert und wo liegen da die Schwerpunkte im Aufbau des Teams? Kannst du da ein paar Sätze sagen? Also neben den hier drei Stehenden haben wir natürlich noch eine Person im Programm Design. Dazu haben wir noch 2 Personen, die im Programm Office sind. Und noch 4 von den angesprochenen Coaches, die operativ in den Projekten unterstützen. Okay, und du hattest jetzt ja gerade eben den Vortrag gehalten über das Veränderungsmanagement, das MOVE-Netzwerk. Und du hast jetzt ja im Digitalisierungsprogramm die Rolle des BCM, also Abkürzung für Business Change Management. Vielleicht magst du auch da noch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal erklären, welcher spezielle Fokus diese Rolle hat und wie die dann auch umgesetzt wird im Digitalisierungsprogramm.
Also ich bin sozusagen der erste Ansprechpartner für die Projekte und versuche dann gemeinsam mit den Coaches die Projekte zu unterstützen. Und die haben natürlich ihre Schwerpunkte, das hatte Jan schon gesagt. Wir haben einen Veränderungsmanagement-Coach, zwei Projektmanagement-Coaches und einen Coach im Service-Design, sodass die Projekte optimal aufgestellt sind und ihre Fragen bei uns platzieren können und wir sie sozusagen in ihrem Change-Prozess, in der Entwicklung ihrer Projekte mit unterstützen können. Wie können sich dann die Zuschauerinnen und Zuschauer das vorstellen, wie das Coaching jetzt im Detail abläuft? Also wie funktioniert das operativ nachher im Digitalisierungsprogramm? Also grundsätzlich ist das Coaching erstmal ein freiwilliges Angebot, das heißt, wir bieten den Projekten die Möglichkeit, auf uns zuzukommen. Darüber hinaus bieten wir Flächen an, wo allgemeine Infos präsentiert werden, wie Sprechstunden, oder wir bauen auch ein Lernportal auf, wo wir dann Inhalte teilen, die für alle von Interesse sind, wo wir merken, da sind noch Schwerpunkte, die können wir mit allen teilen und angreifen. Dann das individuelle Coaching in den einzelnen Projekten ist dann freiwillig und individuell. Natürlich gucken wir dann auch nach Zahlen und fragen dann die Projekte, das scheint jetzt nicht so gut zu laufen in einigen Bereichen, wollt ihr nicht mal eine Unterstützung in einigen Bereichen haben? Also das ist ein Geben und Nehmen und wir wollen halt keine Hürden aufbauen, sondern sind eher Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir übernehmen nichts aktiv, wir wollen die richtigen Fragen stellen, sie richtig unterstützen und sie dazu anregen, dass sie selbst ihren eigenen Weg finden. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, war das Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die Projekte werden dann ja eigenverantwortlich in den Ministerien durchgeführt. Die Coaches unterstützen dabei. Das heißt, ein Projekt wird sich bei uns melden und wird dann sagen, ich brauche Hilfe bei dem und welchem Thema. Und dann würden die entsprechenden Coaches dann mit in die Projekte reingehen und das entsprechende Thema dann auch unterstützen. Hast du denn da auch schon so erste Rückmeldungen erhalten von den Projekten? Also gerade jetzt bei dem ausgelaufenen Programm, wie die Projekte, also die jetzt ja abgeschlossen sind, wie die das wahrgenommen haben, also ob das jetzt oder wo da jetzt auch noch Luft nach oben ist? Also grundsätzlich wird das Angebot immer sehr positiv angenommen und wir müssen gucken, wie steuern wir denn die Coaches, dass wir auch allen gerecht werden. Vor allen Dingen jetzt bei dem neuen Programm, viele Projekte, da müssen wir gucken, wo können wir optimal die Projekte unterstützen. Also grundsätzlich ist, wenn man es pauschal sagt, wahrscheinlich sogar mehr Bedarf da, als wir vielleicht decken können. Aber wir wollen ja auch die Projekte anregen, mehr Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und dass sie zu ihrer eigenen Lösung finden. Gut, danke Janina. Wenn ich euch beide jetzt nochmal fragen würde, also das Digitalisierungsprogramm 3.0 steht jetzt ja in den Startlöchern. Wie gesagt, noch sind wir ganz guter Dinge, dass wir Mitte Mai dann auch in die Umsetzung gehen können, wenn das Programmportfolio abgestimmt ist. Worauf freut ihr euch am meisten oder was ist so die, was sieht man am Horizont an Entwicklung? Also in welche Richtung könnte das weitergehen? Genau, möchtest du erstmal anfangen, Janina? Ja, also ich freue mich auf die Vielfalt an den Projekten, an die Möglichkeit, spannende Themen kennenzulernen und da tiefer gehen einzusteigen und sie optimal zu unterstützen und unser Angebot noch weiter auszubauen und zu gucken, was brauchen denn die Projekte? Das wird eine spannende Herausforderung, die wir antreten werden. Du, Moritz? Ja, welches Kind mag ich am meisten, ne? Von den vielen, die ich habe, aber ist ein bisschen gemein die Frage, aber wir sehen, dass wir viele Projekte, die sich um Datenmanagement, Datenerhebung kümmern und weil ich glaube, dass das sozusagen eins der zentralen infrastrukturellen Themen sind, die wir in der Zukunft haben werden oder jetzt, eigentlich nicht in der Zukunft, sondern jetzt haben, freue ich mich insbesondere auf diese Projekte, die sich eben genau mit diesen Themen beschäftigen und da die Verwaltung fit machen für. Okay. Ja gut, aus meiner Sicht, also wenn ich das aus Programmleitungssicht mal darstellen will, worauf ich mich am meisten freue, ist ja zum einen erstmal so die Verknüpfung der verschiedenen Disziplinen, die wir jetzt haben. Also Service Design hatten wir ja im Programm 2.0 auch schon so angeteasert, schon mal angetestet und jetzt auch verstetigt und jetzt eben das Veränderungsmanagement, sodass man sieht, dass die Disziplinen immer breiter werden, weg vom reinen Projektmanagement hin zu den auch eher menschenzentrierten Disziplinen und eben, dass wir solche Themen wie Nutzenmessung auch mehr mit ausbauen wollen, sodass wir eben auch nachvollziehen können, was bringen die Projekte also fürs Land, für den Steuerzahler eben an Vorteilen, dass das eben auch auswertbar ist und wir auch den Gesamtblick haben auf das Land. Das wäre so aus meiner Sicht dann auch nochmal die Zusammenfassung. Damit wären wir mit der Vorstellung durch und da ist natürlich die Frage, haben Sie Fragen an uns, an Janina, Moritz oder mich?
Oder ist es doch schon zu spät? Stille muss man aushalten können. Ja. Gut, ich nehme keine weiteren Fragen wahr. Also wie gesagt, wir sind jetzt ja gerade dabei, das Portfolio aufzusetzen. Wenn Sie noch Projektideen haben, für Schleswig-Holstein natürlich, also wir nehmen jetzt für keine anderen Trägerländer an, wir werden voraussichtlich im Herbst, im Winter noch eine weitere Bewerbungsphase starten. Also wenn Sie da Interesse haben oder in Ihrem Haus, in Ihrer Behörde dafür werben wollen, dann gäbe es dann eben auch noch eine weitere Bewerbungsphase für Projekte im Digitalisierungsprogramm 3. Dann bedanken wir uns sonst für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir bedanken uns auch recht herzlich für den letzten Vortrag. Ich fand es spannend. Sie haben viel gelernt, glaube ich, in den 3 Iterationen. Sind breiter geworden, professioneller geworden, sagen wir mal. Das fand ich ganz interessant, zu sagen, diesen Entwicklungsprozess ist auch selbstkritisch, wie Sie gesagt haben, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt sind. Vielen Dank, dass Sie uns davon berichtet haben. Ja, und das war der letzte Vortrag für heute. Ich darf noch hinweisen darauf, es gibt um 16 Uhr den Abschlussvortrag in der Hauptbühne unten. Wenn Sie auf Rot gehen, auf den Kanal, dann können Sie es hören oder wenn Sie dorthin gehen. Ansonsten bedanke ich mich für das Interesse, für den heutigen Tag und bei allen Speakern und Vortragenden, aber auch bei dem Publikum. Und bis 17 Uhr geht die Messe ja noch. Wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und gute Gespräche. Vielen Dank.